So, wieder zurück beim Let's Play Heavy Rain. Wir haben es spät am Abend. Hallo Minimi. Schön. Hallo Schatzi. Hallo. Sie sitzt weit genug weg, ich krieg keinen Schlag ab. Noch nicht. Noch nicht. Geil. So. Macht Sinn. Sitzen wir hier fort. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Mal los. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hätte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Oh ja. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Schlauer Aber es sind Ansatzpunkt. über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich habe Hunger. Haben Sie was zu essen? Na. Oh. Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Rühreier. Lecker. Toll. Mit Käse echt lecker. Klatschnass. Mhm. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Uhuhu, geh Nur duschen. zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mache das Essen und Sie gehen duschen. Ja, kann ich jetzt hier mal? Ich laufe hier rum wie so ein Depp, ey. So, Eier. Eier. Guck mal, da steht sogar richtig dran, Kühlschrank. Ja. Für die Blöden, die es nicht wissen. Da hat er die Eier einfach so da raufgelegt. Und daneben so fertiges, komische, klobige Sandwich. Yum, 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 yum. So, bisschen die Eier aufschlagen. Schön. Und noch eins. Wie hat er denn die letzten Jahre überlebt mit Spiegeleiern? So. Musst du den Herd nicht anmachen? Nö, nö. Kocht von allein. Wir haben ja Rührei jetzt. Ich dachte, er wird Spiegeleier machen. Nee, Rührei. Ach, Rührei, na gut. Rührei. Aber ich glaube. Na? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der wirklich Rührei macht. Ja, warum denn nicht? Das sind Eier und er rührt sie. Natürlich macht er Rührei. Naja. Vielleicht macht er auch ein Omelett draus, ist mir egal. Aber dann ist kein Rührei mehr. Was? Ich wollte doch gar nicht, du bescheuertes. Die Frau hat Nerven. Wirklich wahr. Das war's jetzt? Das würde ich nicht essen wollen. Ich glaube, das ist fertig jetzt. Irgendwie. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Die Ach. alten Zeiten. Wie aus einem anderen Leben. Siehst du, was ist denn da Rührei? Ich weiß nicht, Mann. Sieht aus Omelette. Ja, naja. Quantic Dream ist ja gut mit Gesichtsanimationen, aber bei Rührei müssen sie noch üben. Nee. Ganz schlecht. Das Spiel war vor ein paar Jahren halt grafisch echt top, aber mittlerweile hinkt es hinterher. Im Vergleich. Ja, das stimmt. Ich habe mir mal Ihren Bademantel geborgt. Gib ihn zurück. Steht dir gut. Ich mich hinsetzen? Sie gerade gesagt, es sieht Was ist fast das? genießbar aus. Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Yeah! Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja. Ja! Oh, warten Sie. Ess doch erstmal, ich hab gekocht. Echt? Und so viel Mühe gegeben. Oh, und das sieht so lecker aus. Alter, kann ich essen? Ich will auch essen. Gib mir das Essen, der Futter ist halt weg. Ich muss die Plauze doch irgendwie. Aufrechterhalten. Ja. Der kann doch nicht von so ein paar Eiern so fett geworden sein. Wenn er mit einer Rollmaschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Du bist so schlau. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber. Ja, ist möglich. Aber ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Hey, let's go. Jetzt sitzt er da mal da. Ja. Steht.
Die arbeiten so gut zusammen. Das ist schon übel, irgendwie 500 Namen durchgehen und dann mit 30 von einer anderen Liste vergleichen. Die ganze Zeit hat sie nur diesen Bademantel an? Natürlich. Und? Oh. Sie freut sich sehr, sie ist der King. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Nein. Shepard. So. Je schneller wir das Grab finden, desto schneller kommen wir von hier weg. Es ist kalt, es regnet. Ey, Kumpel, hast du was zu erzählen? Ich liebe meinen Job. Was? Verzeihung. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hin. Danke. Du hast einfach gefragt. Ja, natürlich. Ich hab mich dumm und dämlich gesucht. Ach, Quack. Entschuldigung. Bill Jones. Ich suche das Grab eines Zeit, Jungen, der John vor 30 Shepherds Jahren Grab gestorben ist. Ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Und ich finde, wir verschwenden unsere Zeit auf diesem verdammten Friedhof. Huch, ich glaube, da sollte ich nicht lang gehen. Er ist gerade von allein wieder zurückgegangen. Das Mädchen weiß genau, was sie will. Bringt nichts, mit ihr zu streiten. Ich suche mich auch dumm und dämlich, obwohl ich schon irgendwie eine Tipp anscheinend hatte. Hey Scott, wohin gehen Sie? Siehst du? Das Grab von John Shepard muss hier sein. Hat Ihnen niemand gesagt, dass man auf Friedhöfen nicht schreit? Schreit er zurück. Die Toten stört das nicht. Auch eine Einstellung. Ja, war. Eigentlich müsste ich Gordy Kramer befragen. Stattdessen stehe ich bei strömendem Regen auf einem Friedhof und suche das Grab eines Kindes, das seit 30 Jahren tot ist. Ach ja. Das muss ich ihr lassen. Sie ist wirklich eine entschlossene Frau. Ich hasse Friedhöfe. Die ziehen mich total runter. Die kann man jetzt nicht gerade stören, okay. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Das ist ein alter Mann mit Plauze. Der rennt nicht gern. Kann man sich hier nicht irgendwo mal die Gräber angucken? Nee. Nicht die falschen? Was? Irische Gräber? Ich glaube nicht. Wann suchtest du denn? Ach, guck mal, Kindergräber. Na Mensch. Na, hast du es schon gefunden? Sherry Coleman. Jim Williams. Kenne ich nicht. Jill Collins. Ist das eine Verarschung wie Phil Collins? Jill Collins? Macht mal keine Witze, ich weiß. Tote Kinder. Ja. Theodore Brown. Shirley Wright. Ralf Rivera. Die Namen sind aber komisch. Ja. Jacqueline Robert. Ja, wer sein Kind Jacqueline nennt, also. Ich glaube, wir haben es gefunden. Hier ist es. Das ist gar nicht wahr. Ich war doch auch auf der Suche. Die Blumen sind noch frisch. Und da ist ein Origami-Hund. Jemand scheint sich um Schwein. Das Grab zu kümmern. Schwein? Ich finde, es sieht aus wie ein Schweinchen. Oh, ich hätte es für einen Hund gehalten. Es liegt an dem Ringelschwanz. Sehr gut. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Kann ich nicht mal richtig hinstellen. Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich.
Okay, Rückblick. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefälscht hier raus. Los, haut ab, ihr verfluchten Rotzbengel. Kommt wieder, eure versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Oh. Los, wir spielen. Willst du? Das ist so traurig. Ich wette, du kriegst mich nicht. Hm. Okay. Jetzt muss ich was fangen. Lieber draußen nass werden, als drin seine Wutausbrüche abzukriegen. Mami kommt erst später von der Arbeit. Sie würde uns vor ihm beschützen. Na, klasse, John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern spielen gehen. Spielen auf einer Baustelle ist ja genau das Richtige für Kinder. Hm. Naja. Ich hab doch gerade. Nichts anderes hast. Was denn? Los jetzt. Ach so. Lass mal stehen. Haben wir eh keine Wahl. Stimmt. Was denn für Randale hier? Keine Ahnung. Im Haus wieder Party oder was? Hasse die Leute. Ja, krass. Bitte, mein Schatz. John ist zu schnell. Er wartet nie auf mich. Ja, wenn ja jetzt der Blitz kommt, ist schon richtig. Zack. Oh Gott. So hin und her immer, ey. Ist denn der so komisch? Weiß ich nicht, weil Kinder sind. Weil Kinder das lustig finden. Jetzt mach hinne! Ich warte! John ist durch das große Rohr. Was? Kopf einziehen! Haha, danke. Au. Ah. Du bist echt eine lahme Ente. Tut mir leid. Dazu schon dramatische Musik gerade, wa? Ja. Und los. Wow. Jetzt mach hin. Super. Hat doch geklappt. Ja, aber es sah nicht sehr elegant aus. Die Baustelle ist verlassen. Ein super Spielplatz. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Oh, wenn ich das jetzt noch einmal. Du bist echt eine lahme Ente. Na los, komm schon, du Flasche. Jetzt bist du schon eine Flasche. Klasse, wa? Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Hallo, ist hoch mit dir. Oh, diese Knöpfe drücken. Als ob das so schwer wäre, ja, da hochzu. Oder? Oh. Das ist schon gefährlicher. Ja, wir schaffen's. Was denn? Schon wenn nicht. Ja, bei, weiß nicht, im Regen an so Metallträger festhalten. Hm. Ist jetzt auch nicht so die Erfüllung von Kinderträumen. Ich glaube, er ist hier runter. Tipp, tap, 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 tap. Ja, und jetzt? Das war das links. Ach so. Oh Gott. Okay. Oh, jeden Fuß einzeln festhalten. Und los. Wuhu. Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin. Ja, witzig.